natürlich vom Inhalt her voll inhaltlich auch unterstreichen kann und auch möchte. Allerdings, ich möchte auch betonen, dieser Tag heute ist ein nicht nur guter, sondern auch ein schon bemerkenswerter Tag für die Städte Gummersbach und Bad Neustadt. Sie dürfen dieses Thema, was wir heute bearbeiten und auch weiterentwickeln, tatsächlich nicht unterschätzen. Ich sage mal so, das, was wir mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsverträge zunächst einmal als Zwischenschritt, Herr Theissen, Sie mögen das entschuldigen, obwohl das ist ja schon etwas Großartiges, was wir heute leisten, trotzdem spreche ich von einem Zwischenschritt erreichen, ist dennoch bemerkenswert. Meine Damen und Herren, die Städte Gummersbach und Bad Neustadt setzen hier ein erstes Zeichen, einmalig im Bundesgebiet und damit auch im Land Nordrhein-Westfalen. Hier wird heute ein neues Buch aufgeschlagen, zu zeigen, dass auch der ländliche Raum sehr wohl im Bereich Internet nicht hinter den größeren Städten zurückbleiben muss. Und ich glaube, das ist nicht nur für unsere beiden Städte von besonderer Bedeutung, sondern im Ergebnis auch für jeden einzelnen Grundstückseigentümer selbst. Denn jedes Grundstück, das heute über einen solchen Anschluss verfügt, erfährt eine ganz besondere Aufwertung. Das muss man ganz klar hiermit mal festhalten. Und insofern halte ich das, was wir heute hier machen, schon bemerkenswert. Wo liegt eigentlich die Besonderheit, stellt man sich vielleicht als Bürger die Frage zwischen den Städten und dem ländlichen Raum. Warum macht man das zu einer besonderen Problematik, gerade im ländlich strukturierten Raum? Ja, meine Damen und Herren, in aller Regel ist das unserer Topografie geschuldet. Wer sich also beispielsweise die Stadt Bad Neustadt ansieht, der wird feststellen, sehr wohl feststellen, es gibt einige zentrale Siedlungsbereiche, wie Bad Neustadt Stadt, wie zum Beispiel Hackenberg, wie auch Wiedenest. Aber es gibt eine ganze Reihe, eine Fülle von Außenorten, kleineren Weilern, die auch gerne von dieser Technik partizipieren wollen. Das ist aber ein Kapitel, was wir gemeinsam noch bearbeiten wollen. Zunächst gehen wir mal hier mit einem, finde ich schon, sehr beeindruckenden Gebiet an den Start. Und ich sage schlussendlich, im kommunalen Ranking erfahren wir heute eine deutliche Aufwertung gegenüber anderen. Denn ich denke, jede junge Familie oder jeder siedlungsanwillige Gewerbetreibende wird natürlich heute zuerst auch darauf schauen, welche Möglichkeiten habe ich im Breitbandbereich, und das wird immer wichtiger. Ich brauche Ihnen das ganz sicher nicht zu erläutern und zu erklären. Wie gesagt, Gewerbetreibende, Wohnungssuchende, Studenten, alle Menschen gucken heute aufs Internet. Wer sich dem nicht öffnet, der hat verloren. Insofern, Herr Theissen, Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön auch von meiner Seite. Sie sind unser beider Ungeduld mit einem ganz besonderen Charme in einer Art und Weise begegnet, die aber schlussendlich zu dem geführt hat, was heute als Begründung für die Öffnung dieses Themas in Gummersbach und Bad Neustadt geführt hat, nämlich vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Das kann ich so bestätigen, und ich wünsche mir für die kommenden Jahre, dass dies so bleibt, und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir das letzte Kapitel dann auch noch gemeinsam erfolgreich beackern werden. Vielen Dank dafür.